Moin, willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic mit mir, dem Hero. Wir sind immer noch beim Archipel dabei. Der Gegner hat jetzt nur noch 3 Burgen. Und wir sind jetzt, kommen so langsam, ganz langsam wieder in eine Atmosphäre, dass wir ihn mehr entgegensetzen können. Zwar nicht mit ihm, aber wir können hier gehen. So, gehen wir erstmal in die Richtung und dann gehen wir mit ihm oben und dann schmeißen wir ihn von der nächsten Insel runter. Während wir ihn da mal ein bisschen verfolgen und dann zeigen, wo der Hammer hängt. Das Spiel ist jetzt eigentlich schon so gut wie gewonnen. Ich hoffe, dass wir es in diesem Part zu Ende kriegen. Der Gegner flieht schon wieder. Feiges Hühnchen. Aber wir haben jetzt eine neue Woche, dann können wir uns mal Phönix so holen mit ihm wieder. Ja, wir kommen da wieder nicht ran. Das ist so ärgerlich. Wir haben auch nicht genug Steine. Mit ihm holen wir jetzt mal ein paar Truppen nochmal raus. Würde ich sagen. Und dann könnten wir mit ihm... Er hat auch immer noch kein Zauberbuch. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte bei den anderen gleich die Zyklopen bauen. Nachdem wir, die letzte Woche war ja die Woche der Pest, das war ja richtig blöd. Na, der eine bleibt da noch drinnen zur Verteidigung stehen. Er lernt es nicht, er möchte schon wieder. Er möchte echt was auf seinem Mundwerk haben. Wenn er es gerne haben möchte, kann er es so kriegen. Was haben wir denn noch an Zaubern so übrig? Antimagie, Blitz, Rüstung, Armageddon, Beschleunigen, Sturm. Ja, die möchte ich nicht gern machen, weil die wirken sich ja auch auf uns aus. Au. Der Gegner flieht schon wieder. Gut. Jetzt aber zurück. Ich möchte Phönix haben. Und er geht mal dahin. Ich möchte den roten, den gelben von der Insel darunter haben. Du machst nix, du... Nee. Ja, wo war jetzt die Burg? Da. Du baust mir die Pyramide. Wir haben schon fast 100.000 Taler. So. Tauschen wir dich aus. Du kommst auch mit, dann. Dich tauschen wir gegen den da aus. Und in der nächsten Runde sind wir dann stark genug. Der holt sich die Truppen. Na, zur Burg wollte ich rein. Können wir die Reiter noch mitnehmen? Das sieht doch dann gut aus. Er möchte mich hier echt ärgern. So ein bisschen. Er versucht es auf jeden Fall. Holen wir uns erstmal die Burg. Hatte nur noch 2 Burgen. Und kriegt 2000 pro Tag. Gehen wir mit ihm nach oben. Dann machen wir seine Hörnchen platt. Seine Einhörnchen. Was auch nur eins war. Brauchen wir schon fast gar nichts mehr machen. Zauber wollte ich jetzt nicht einsetzen dafür extra. Und das waren seine 10 Feen. Wissen plus 1. Na, ja, richtig viel gebaut hat er jetzt auch nicht hier. Dafür fehlen uns jetzt natürlich die Steine. Bisschen ärgerlich, aber was will man machen? Und da versteckt er sich. Bleiben wir erstmal in der Burg stehen. Der läuft runter. Wo kam das Schiff denn an? Da. Ariel, sein stärkster Held. Gut, dann... Achso. Na, ich wollte die andere. Da wollte ich jetzt so ein bisschen Verteidigung reinsetzen. Alles rausholen, was drin ist. Da kann man immer sehen, so ein Monat der Pest kann leider immer mal wieder vorkommen. Achso, Nee, Moment. Nein. Die entlasse ich, die zwei. Weil die passen ja leider nicht hin, dann nehme ich lieber die.
Genau, jetzt müssten wir eigentlich alles raus haben hier. Und dann gehen wir zu dieser Burg. Und machen dasselbe. Drei Phönixe. Ne, die Zwerge nicht. Dass da einfach so ein bisschen an Verteidigung drin steht. Gut. Na, da machen wir jetzt. Genau, mit dem laufen wir jetzt noch. Und holen nochmal Truppen raus. Und noch die Soldaten. Und die Spießträger. Und dann kannst du hier die Truppen auch noch rausholen. Runde beenden und weiter. Ah, jetzt versucht er es da. Jetzt versucht er es da. Da hinten versteckt er sich. Da kommt er nicht an mir vorbei. Hier gehen wir rein. Genau. Und dann gehen wir mit ihm noch nach oben und holen da die Phönix raus. Ich weiß, er ist jetzt da. Was jetzt nicht so das Problem ist. Ich könnte mir natürlich jetzt noch einen weiteren Helden holen. Den schwarzen Turm können wir hier leider nicht bauen. Held. Zauberer, ja. Machen wir das auch. Dann bauen wir hier noch eine Magiergilde, damit er wenigstens ein bisschen Zauber hat. Und das könnte gegen den schon in der Burgverteidigung schon ausreichend sein. Aber wir haben ja hier auch noch. Zack. Dann brauchen wir hier noch die Zentauren. Und die Greifer. Und dann bauen wir die jetzt einmal zum Schluss ganz aus. Die ist komplett ausgebaut mit diesem letzten Schritt. Und hier haben wir Dimensionstor drin. Das ist sehr schön. Genau, du läufst dann ja zur anderen Burg, du bleibst da stehen und hältst mal Wache. Du holst dich die Sägemühle, du machst ja nix, du holst den Helden und schmeißt ihn dann von der Insel runter. Ja, der flieht freiwillig, das heißt hier haben wir jetzt Ruhe auf der Insel und holen uns die Sachen hier. Ne, der macht ja nichts. Der holt sich die Phönixe. 6 Phönixe. Genau. Und ja, dann zu dem Schiff und dann landet er da oben. Nehmen wir ihn in die Zange, nehmen wir ihn, den Hund. Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Ich bin mir noch unschlüssig. Wir haben Dimensionstor. Ne, haben wir nicht. Haben wir in der unteren. Vesper. Was machen wir mit dir? Gegen Ariel. Viele, wenige, Gruppe, wenige, wenige. Wir könnten es probieren. Wir gehen mal hinterher. Oder wir locken ihn wieder zurück. Hier haben wir alles raus. Was waren hier für Drachen noch, was da noch hin musste? Ja, Steine. Zug beenden, ja. Der lässt nicht locker. Der lässt nicht locker. Jetzt kommt er da? Wo ist er? Da. Mehrere. Gucken, wo er anlegen möchte. Theoretisch könnte ich mit dem jetzt eigentlich auch schon nach oben gehen. Weil das bringt ihm jetzt auch nichts. Ich muss ihm aber diese Mine erstmal abnehmen. Ganz wichtig. Die können wir jetzt ihm eigentlich mal abnehmen, ja. Nein. So, der ist ja nach oben gelaufen. Packen wir es oder packen wir es nicht?
Eigentlich müssten wir das packen. Geh das mal zurück. Warum hatte ich mir eigentlich keine Greife mitgenommen? Da haben wir schon mal 5. Ne, wir warten ab. Lassen wir noch zur Not mal wieder runterlaufen. Der hat sich da die Mine geholt und wir nehmen ihn da unten die Mine wieder ab. Gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Nehmen wir die Mine ab. Dann gehen wir durchs Dimensionstor. Während wir mit ihm nach oben laufen. Wieso können wir nicht laufen? Haben wir es hier gerade so ein bisschen verpackt hier oder was? Bewegen wir erstmal ihn. Hier noch die Paladine mit raus. Die Reiter, Spießträger, Soldaten und Schützen. Ja. Nein, nicht entlassen. Weiter, so. Dann, ja, was machen wir mit dir? Ist dann auch durchs Dimensionstor. Jetzt können wir wieder laufen. Okay, kleiner. Hing ein bisschen fest. Wo ist denn der Gelbe hin? Ach! Der hat sich da das geholt. Okay. Tag 7. Wie viele Steine haben wir? 28, 23, okay. Bleiben wir noch stehen. Ja, Zug beenden bitte. Er weiß nicht, was er möchte. Er haut auch wieder ab. Okay. Momentan nervt das, damit so den ganzen hier rumläuft. Jetzt haben wir eine neue Woche. Können wir die Zyklopen mitnehmen. Und 10 von denen. 5 von denen, so. Dann gehen wir nämlich nach oben. Und gehen nach da. Wurde eigentlich durchs Dimensionstor, aber er lässt ja keine Ruhe hier. Sein Landemanövern. Aber das müssten wir schaffen. Dass er einen da gerade so in diese Verteidigungsposition bringt wieder. Wundert mich, dass er nicht schon wieder flieht. Wir müssen doch noch mehr Druck machen. Wir lassen ihn einfach zu viel in Ruhe und das geht auf Dauer einfach nicht gut. So. Der kann nicht mehr fliehen. Haben wir da unsere Ruhe. Da wir jetzt eine neue Woche haben, können wir auch nochmal Phönix rausholen. Jetzt können wir hier ein bisschen mehr Verteidigung reinsetzen. Das ist ja auch schon mal gut. Genau, die auch. Kann er mit denen nämlich wieder nochmal nach oben gehen, nochmal Leute holen. Der ist jetzt nicht so mächtig stark. Na, gehen wir nochmal. Könnten wir auch keinen schwarzen Turm bauen, aber wir können die Leute hier rausrekrutieren. So, die 5 noch. Und mit 10 Hydras, das ist schon eine Macht. Das ist schon eine Macht. Das müssten wir dann eigentlich auch schaffen. So, die 10 nämlich platt hat, das dauert. So, dann gehen wir erstmal auf seine Schützen da oben. Der hat zwar jetzt noch ein bisschen Glück. Boah, dann macht er auch noch zwei von meinen Hydras platt. Mit seinem bisschen Glück. Ey, meine Güte.
Das darf nicht wahr sein. Aber wir müssen machen ihn trotzdem fertig. Wir machen ihn trotzdem platt. Na, macht er wieder sowas. Und dann ist er. Das ist so eine miese Drecksau. Dann flieht der Drecksack auch noch. Dann flieht dieser kleine Drecksack auch noch. So, den machen wir platt. Hey, das ist alles so jetzt hingestellt, dass er natürlich auch noch Vorteil hat. Sein Zyklopen. Aber er flieht auch. Feige. Aber. Das dürfte ja kein Problem mehr sein hier. Wir haben ja die Burg noch. Was ist denn mit der Burg? Der Bock. Können wir den roten Turm bauen? Nein, bauen wir nicht. Die möchte ich. 30 Steinchen möchte ich hier verschwenden. Dass wir hier nochmal Drachen haben. Drachen? Achso, ja, genau. Ja. 2 pro Tag und dann soll er da nämlich die Sachen rausholen. Er geht durchs Dimensionstor, genau da, wo er hingehen sollte. Wenige. Soll ich es wagen, den Angriff? Ich weiß es nicht. Hier können wir die Phönixe noch rausholen. Die Verteidigung bauen wir noch ein bisschen mehr auf. Auch wenn es, glaube ich, mittlerweile ein bisschen unsinnig ist. Ja, gut. Dann können wir jetzt nicht mal runtergehen und zum Angriff übergehen. Gut, alle bewegt. Weiter. Gucken wir uns jetzt hier so ein bisschen um. Nach oben weg. Läuft auch Richtung Dimensionstor. Wo sich die Mine? Dann gehen wir mal nach oben, zum Glück. So, jetzt hat er Dimensionstor. Jetzt können wir hier nochmal Truppen rein, aber ordentlich. Gargoyles bleiben da. Nein. Na, hier können wir auch noch Truppen rausholen. Greife vor allen Dingen. Minotauren 21. Die hauen natürlich auch rein. Dann noch 4 von denen. Und nochmal 3 Drachen. Das ist dann auch schon eine Hausmarke hier. Gehe ich mit dem auch zum Angriff über? 4 Runden will ich dahin brauchen. Nö. Mit dem bleibe ich in der Verteidigung. Hier haben wir alles raus. Obwohl, Verteidigung haben wir jetzt hier noch nicht aufgebaut. Sollten wir noch machen. Nicht, dass er auf einmal hier auftaucht und meint, er müsste hier ein Otto machen. Das wollen wir ja nicht. Da kommt er nämlich schon wieder runter und das mit 2 Leuten. Gruppe weniger. Gruppe. Ah, könnten wir mit dem hier schon fast schon schaffen. Aber der ist zu schwach eigentlich. Wir gehen jetzt durchs Dimensionstor. Und kommt natürlich beim Falschen raus, ist klar. Die Mine unten interessiert mich nicht. Gut, das machen wir jetzt. Stellen wir uns in den Weg. Wenige. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich den mit dem schon schaffen könnte.
sind nicht gerade wenige. Angriffsmäßig ist er zwar nicht der Beste. Oder ich setze ihn jetzt einfach bei seiner Burg hier unter Druck. Massen hatte der. Hat er das gesehen? Massen. Das ist schon eine ganz schöne Masse. Aber ich mach's. Ich setze ihn einfach mal unter Druck. Der macht erstmal nix. Macht auch nicht. Nicht. Und der schießt mal auf die Bauern. 82 Bauern. Wie viele sind da noch übrig? Wie viele Bauern? Noch 80, okay. 4 Zyklopen sind weg. Du gehst nach unten. Du bewegst dich jetzt nach vorne. Du machst gar nicht. Du schießt die Schützen mal ab, die Nerven. Die 80 Bauern sind mir zu gefährlich, aber die 17 Ohr sind natürlich auch nicht schlecht. Die ist nach oben. Können wir vielleicht schon die Ohr unter Druck setzen hier? Naja, 2 Stück. Oh, wir haben Glück. Wir haben hohe Moral. Vielleicht schaffen wir den ja. Nee. Einer bleibt übrig. Ein Fall für die Reiter gleich. Jetzt machen wir erstmal die Oger platt. Und die Reiter machen den letzten Schützen platt. Super. Und dann pflanzen wir uns da mal in seine Bucklech rein. Was hat er denn drin? Ja. Aber sonst... Oh, 45 Ogerschützen. 8 Stück von denen, auch nicht schlecht. Jetzt sind wir parallel rein. So, dass wir ein bisschen was drinnen haben hier. Ja, er hat halt kein Geld mehr. Und das merkt man. Und das merkt man. Könnte ich... Ja, was könnte ich jetzt machen? Was ist denn mit der Burg hier? Da habe ich Verteidigung drin reingestellt, das ist gut. Dann könnte ich doch erstmal mit ihm nach oben gehen. Guck mal, da ist die Steinmine. Das heißt, die letzte Burg ist dann da oben. Gehe ich mit denen doch einen Angriff über? Jetzt hat er nämlich nichts mehr. Gehen wir zu dem Dimensions... Hätten uns auf dem... Ach, guck mal an! Guck mal einer an! Das wird jetzt nicht einfach hier. Das zu verteidigen. Wir müssen ihm hier so viel wie möglich abnehmen. Ich konzentriere mich erstmal nur auf einen Schützen. Die Ogerschützen. Oder Orkschützen. Boah, zweimal schießen durfte der. Damit ich einen nämlich weg habe. Der hat sich nämlich auf den da konzentriert. Jetzt kann ich mit dem rausgehen. Naja, das heißt rausgehen. Einen Schritt nach vorne mal. Der darf zweimal schießen. Macht natürlich dann richtig Alarm. Greifen wir den Wolf mal an. Ja, wir kommen mit dem langsam noch einen Schritt vor. Boah. Jetzt können wir die Wölfe schon mal... Mal gucken wir mal, was wir eben noch so kaputt machen können. So, das war's mit seinem Wolf. Boah! Ein Wurf und meine 7 waren platt. Gut. Ja, rein, ne? Da wollte ich natürlich jetzt nicht hin. Eigentlich müsste ich jetzt
ganz woanders hin gerade. Gut, der ist weg. Schaffen wir das? Wird schwer. Wird schwer. Das wird richtig schwer. Ich muss so schnell wie möglich reinkommen, wenn ich eine Möglichkeit haben will. Haben auch Zauber, ne? Blitz. Ja, war klar. Ich muss so schnell wie möglich rein. Hat auch noch Glück. Dass ich nicht reinkomme, hat er so ein Schwein. Kriegt doch die Pimpernellen bei. Vor allem, dass du jetzt erst reinkommst. Wie viel zaubern kann der Baba? Das ist ja... So, der kann nicht mehr werfen. So. Gut. Gehen wir mal einen Angriff über hier. Der mit seiner blöden Paralyse immer. Wie oft kann der Paralyse zaubern? Ich muss mit dem nach unten. Ich muss die Trolle aufhalten. Der kann auf jeden Fall schon mal nicht mehr werfen. Das ist schon mal ein Vorteil. Meine Kobolde nerven mich auch nicht mehr. Mein Vorteil ist, dass er nicht fliehen kann aus der Burg. So. Troll hat keine Chance mehr. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass die gegnerischen Burgen mich immer mindestens ein Paladin klauen können. Mit einem Schuss. Und wenn ich dann in der Burg als Verteidiger stehe, fast haben sie nicht die Kraft. Das finde ich dann so ein bisschen... Ultimative Schrifttolle des Wissens. Katapult der Schnelligkeit. Vierblättriges Kleeblatt. Oh. Angriff, Verteidigung plus 1. Jetzt können wir in die Burg rein. Da haben wir jetzt ganz schön bluten müssen für. Für diesen Sieg. Was ist denn das jetzt, was wir da alles bekommen haben? Ultimative Schrifttolle des Wissens. Plus 5 Wissen. Mit dem Katapulter können sie zweimal pro Kampfrunde feuern. Oh, klar. Oh. Und viel Glück. So. Dann machen wir mal Zauber, Zauber. Wir haben das Dimensionstor. Zaubern wir uns natürlich nach unten. Und einmal... Genau dahin, wo ich hin wollte. Können wir nochmal zaubern? Nee, Mist. Jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich meine Burgen verteidige. Schnell wieder aufbauen, die sind ja vergessen worden, wieder. So, das sollte ihn da erstmal aufhalten. Und dann müssen wir ihn da auch noch aufhalten. Aber entkommen tut der mir nicht. Gut, Runde Ende. Ja, ist klar, dass er jetzt in die andere Richtung geht. Jetzt können wir mit dem dahin gehen. Na, unten hin brauche ich jetzt nichts mehr zu fürchten. Und der übergibt ihnen einfach noch ein paar Truppen. Mal 6 Paladine. Und die 10. Und natürlich das Katapult, die Schriftrolle und das Kleeblatt. So. Vielleicht sollte ich mit dem dann noch einmal reingucken. Mit der Zauber hat.
Dann können wir nach oben gehen. Der geht da wieder rein zur Verteidigung. Gut. Mit dem müssen wir auch noch durch das Dimensionstor hüpfen. Da wollten wir nicht hin. Nein, da wollten wir auch nicht hin. Jetzt wollten wir dahin. Okay. Jetzt können wir nach oben gehen. Mit dem, genau, fahren wir jetzt noch ein bisschen Schiff. Decken die Karte so ein bisschen auf. Und die Abkürzung zur Burg. Der bleibt hier da stehen und... Genau, da müssen wir jetzt einmal hinterherjumpen mit unserem letzten Dimensionstor, damit wir die noch kriegen. Und dann hat er keine Chance mehr, hoffe ich. Na, der flieht. Er flieht. Super, dann können wir ja wieder zurückspringen gleich. Und uns ein neues Dimensionstor holen, oder können wir... Haben wir hier irgendwo Glück? Jetzt haben wir in letzter Zeit nicht mehr so viel gebaut. Da ist noch nicht. Runde Ende. Der geht mir echt auf den Keks. Er geht mir echt ein bisschen hier auf den Keks. Der schmeißt da die Helden raus. Aber bald kann er nicht mehr viel kommen. Was haben wir hier? Blitz, Segnen, Paralyse, Verlangsamen, Meteorhagel. So, ein bisschen zugesetzt hat es ihn. Jetzt kommt er wieder mit seiner Paralyse. Und er hat natürlich Glück und dann machen wir wahrscheinlich einen Trollplatz. Ne, doch nicht. Gut. Wir haben hohe Moral, das ist gut. Trotzdem schafft... Ah, er flieht, wieder, aber klar. Gut. Da wir jetzt mit dem auch nicht mehr so weit kommen, dann übergeben wir ihm die Sachen. Würde ich sagen. Da das jetzt so mehr oder weniger mein stärkster Held ist. Decken wir trotzdem so ein bisschen auf, wo denn die Burg so ungefähr ist. Da ist eine Goldmine. Lassen wir in die Goldmine. Ach, die holen wir gleich mit dem anderen. Ich möchte zu seiner Burg. Ja, nicht ganz da, wo ich hin wollte. Ne, da wollte ich nicht hin. Können er sich bewegen? Er kann sich bewegen und der holt sich die Goldmine. So, Behausung erhöht sich nochmal. Wir nehmen die Mine weg. Da läuft das schon wieder. Und er kommt hier auch noch hoch, dann müssen wir es jetzt gleich haben. Wird jetzt ein bisschen längerer Part, weil ich das hier einfach jetzt schaffen möchte. Aber das soll ja nicht euer Nachteil sein, wenn der Part ein bisschen länger geht. Och Kind, da wollte ich doch gar nicht mit dir hin. Ach komm, gehen wir da auch hoch. Da kommt es jetzt nicht mehr drauf an. War da drauf. Ja, jetzt möchte er ihn platt machen, das war klar. Aber was du kannst, mein Freund, das kann ich auch. So, holen wir ihn doch an der Stelle wieder. Weil er hatte nämlich die unendliche Geldbeutel. Den soll der nicht kriegen. Da kommt er schon wieder mit zweien runter. So, wo ist der Zauberer? Da. Reicht's da rein? Nein. Stellen wir uns da mal einen Weg, dann müssen wir hier so ein bisschen reinfüllen. Geld haben wir mehr als genug. Und noch die Wölfe. So.
Währenddessen lande ich mit ihm da oben. Genau, mit ihm gehe ich auch nach oben. Oder ich mache den einmal gerade platt. Eigentlich hat er jetzt schon keine Chance mehr. Er kann nur noch seine Helden rausschmeißen. Ich mache da jetzt kurz einen Prozess mit. Und mit wem ist mir eigentlich auch Schnurz, weil Helden kommen ja eh nicht mit. So, dann überspringen wir einfach. Mach den. Afron tut er auch nicht mehr. Und das war's mit ihm. Dann können wir... Ach komm, machen wir den jetzt auch noch platt. Wenn wir hier schon, wenn wir schon mal da sind, machen wir den jetzt auch noch platt. Er flieht sowieso. Gut. Gut. Okay. Runde Ende. Ah ne, Moment. Moment. So, der kann nämlich auch noch nach oben gehen. Was hat er da als Verteidigung? Nichts. Okay, können wir einnehmen. Wegen und nach vorne. Das war jetzt der Held, wo, wo ich das Katapult rausgenommen habe, weil das irgendwie anders geplant war. Aber ich wollte die Sache jetzt ein bisschen beenden. Jetzt komme ich natürlich nicht rein. Alles springen, bis ich den werfen kann. Irgendwann kommen wir schon rein. Sag ich doch. Zwar nicht mit Paladin, sondern mit dem. Er reitet, aber der kann in Ordnung gehen. Platz mal. Der zieht sich ein Stück zurück. Der wirft. Drei Ogerfallen. Das dürft's doch gleich gewesen sein. Ja. Ein glorreicher Sieg, 1420 Erfahrungspunkte und Spielergelb wurde besiegt. Glückwunsch, das Archipel der Alten ist unterworfen und gehört nun Ihnen. Am Horizont liegt ein weiter, unerforschter und feindseliger Kontinent. Ihre Kampagne wurde als Sinwin 02 gesichert. Wollen Sie das nächste Szenario beginnen? Ja, das möchte ich, aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.